Sieg für den LHC. Hier wieder in unserer Halle zu unserer Pressekonferenz. Begrüßen natürlich ganz herzlich unsere Gäste aus Neubrandenburg. Sicherlich der Hans-Joachim Müller, richtig? Und Helmut Wilk. Wir beide kennen uns, glaube ich, aus Rostock. Kann mich gar nicht erinnern. Gut. Jan Beuys auf meiner Seite und natürlich Marcel Linge und hat die Spieler mitgebracht. Ich habe immer gesagt, ja. Robert Schulze, ich möchte so machen. Es war ja ein Spiel mit doch sehr vielen 2-Minuten-Strafen, aber es gab auch positive Dinge. Ich denke gerade an unseren Jugendtorhüter Julian Adam, aber dazu werden die Trainer sicherlich was sagen. Und ich möchte zuerst unseren Gästetrainer bitten, vielleicht 2, 3 Worte zum Spiel, Statement zum Spiel oder alles, was Ihnen gut gefallen hat. Wenn ihr nicht gefallen hat. Natürlich zuerst und aus meiner Sicht natürlich das Wichtigste, aber aus unserer Sicht natürlich ein bisschen traurig, Glückwunsch an die Cottbusser zu diesen hart erkämpften beiden Punkten. Auch nicht zu Unrecht, das will ich auch deutlich sagen. Natürlich hätte ich gehofft, dass wir so ein bisschen an den Punkten schnuppern können und so weit waren wir ja nicht weg. Zumindest um eine Punkteteilung zu erzwingen, dass das nicht gelungen ist. Das lag vorrangig daran, dass wir ein paar Big Points eben nicht machen in der Entscheidungssituation. Anderen Fehler, ob in der Abwehr oder ein Angriff zu viel machen. Sonst denke ich, wäre durchaus aus unserer Sicht eine Punkteteilung möglich gewesen. Ich bin mit meiner Mannschaft trotzdem richtig gut zufrieden. So ein Auswärtsspiel war dem aus meiner Sicht favorisierten Cottbusern hier. Für den Aufstieg favorisierten Cottbusern, denke ich, ist das aller Ehren wert, hier mit so einem Resultat nach Hause zu fahren. Dass es keine Punkte gibt, ist natürlich ein bisschen der negative Touch, aber das reden wir uns heute Abend schön auf der Rückfahrt bei 1-2 Bierchen und machen uns dann noch ein bisschen glücklich, ne? Weißt du? Ja, weg. So, wir haben immer so, dass der Nachbar aus der Mannschaft auch noch vielleicht eine Ergänzung machen kann, die ihm am Herzen liegt oder so. Ich habe da, nichts zu sagen. Ja, die Frage, dass es bei uns so gut ist. Ja. Ja? Gut. Bei uns hat der Trainer immer das letzte Wort. Das ist in Ordnung. Dann würde ich natürlich Marcel bitten, sicherlich glücklich, Sieg zu Hause. Ja, es ist ja so, dass nicht der Trainer das letzte Wort hat, sondern eigentlich die Mannschaft. Wir geben denen ja die Möglichkeiten, frei aufzuspielen. Leider, muss man dazu sagen, haben wir es in den letzten 10 Minuten wieder ein bisschen spannend gemacht. Ich danke für die Glückwünsche, weil ich auch glücklich bin, dass wir dieses Spiel gewonnen haben am Ende, weil Neubrandenburg ein sehr, sehr starker Gegner ist. Hat letzte Woche gegen den wirklichen Aufstiegskandidaten Stralsund zu Hause gewonnen. Wir wussten, wie schwer das wird, gegen diese erfahrene Mannschaft zu spielen. Dazu kommt, dass wir ja immer noch mit einem Rumpfkader antreten, ohne eine etatmäßige Mitte. Mit A-Jugendlichen, die beim Team haben, die ihre Sache gut machen. Das muss ich am Ende auch reinbringen, wenn wir mit 5 Toren führen, dass es dann nochmal knapp wird, liegt aber nicht an den Jugendlichen, sondern sicherlich auch an den Alten, die dann 2, 3 Fehler zu viel machen. Bedanken können wir uns heute, glaube ich, bei der sehr guten Leistung von Juli im Tor, der Florian sehr gut vertreten hat. Florian hat die letzten Spiele saustark gemacht, alle durch die Bank und hat uns die Siege gebracht und so war das halt Julian, der wirklich mit seinen Paraden uns überhaupt in die Lage gebracht hat, dann noch zu schnuppern. Und das, was Helmut ja meinte, ist ja diese Big Points, die er dann gehalten hat. Und doch vielleicht das eine oder andere Tor, was dann Mary am Ende macht, wo sie in der Abwehr vielleicht zu motiviert waren. Und Mary, das habe ich auch mitgebracht, die entscheidenden Treffer am Ende gemacht hat. Bin sehr glücklich. Wir haben das ja heute für Marlies gemacht, der Vater wird. Ich habe mir von der Mannschaft zum Geburtstag auch noch einen Sieg gewünscht. Und von daher hat die Mannschaft alles richtig gemacht und ich freue mich darüber. Dankeschön. Das hatte ich natürlich vergessen. Unser Trainer hat heute Geburtstag. Ja, das ist nicht wichtig. Das ist schon wichtig. Die Mannschaft hat hier Ende des Geburtstags gemacht. Und wir hoffen natürlich, dass da noch einige Jährchen... Ich hätte gedacht, du sagst, dass es nicht morgen ausgeben oder? Doch, das macht er. Ich habe schon einen Termin. Ja, so. Verdammt, trocken. So, dann. Du darfst auch noch, wenn du möchtest. Was soll ich sagen? Der Trainer hat ja alles gesagt. Trifft so. Bist du mit deiner Leistung zufrieden? Jo. Ja. Gut. Denke mal schon. Gut. Man muss auch vielleicht mal dazu sagen, also das kommt ja nie rüber. Also wir haben ja auch neben den Verletzten noch angeschlagene Spieler und auch Robert Schulze kam mit Fieber hierher.
und kriegt davor so eine Schmerztablette eingepfiffen und macht dann so ein Spiel. Also das weiß gar nicht, ob das unter Doping zählt. Dann müssen wir mal die Doping-Frage stellen. Das sollten wir nochmal, ne? Ich hoffe, dass das nicht darunter zählt, wenn ich mich jetzt nicht verraten habe, aber ohne die Tablette hätte ich auch nicht spielen können. Also, dann wird zur Urinprobe. Was beiseite, gut, das waren die Statements der Trainer und der Verantwortlichen mit. Ich möchte nochmal sagen, wir bedanken uns heute bei 296 Zuschauern, hier bei uns heute in der Halle. Wir hatten eigentlich mit mehr gerechnet, aber wie gesagt, es ist so, 296 Zuschauer war die offizielle Zahl, die ich von den Leuten wirklich die Gang gemacht habe. So, die Herren der Presse, bitte. Also, wenn man die Liga anguckt, gibt es sicherlich sehr, sehr viele schwere Mannschaften und für jeden sollte das erste Ziel sein, die Klasse zu halten. Neubrandenburg, Bad Oberrhein, Ludwigsfelde, Usedom mit Fragezeichen kann ich noch nicht beurteilen und Stralsund. Das sind die Mannschaften, die ich ganz oben sehe, sicherlich jetzt auch mit uns. Es war sehr wichtig, dass wir die ersten Spiele erfolgreich gestalten und sagen wir, diese verletzten Misere irgendwo ein bisschen überstehen. Und jetzt kommen nach und nach der eine oder andere wieder rein. Nächste Woche in Bad Oberrhein, je nachdem wie Bad Oberrhein gespielt hat, wird es ein Spitzenspiel. Von daher war das sehr, sehr wichtig, dass wir dieses Spiel heute gegen einen sehr, sehr starken Gegner gewinnen. Und das wird verdammt schwer, in Neubrandenburg einen Punkt zu holen. Dann fahren wir dann als Außenseiter hin. Also da lasse ich uns auch nicht groß reden. Oder Neubrandenburg klein. Und freue mich, dass wir diese Hürde genommen haben. Nochmal Glückwunsch an unsere Mannschaft. Ich wünsche natürlich unseren Gästen aus Bad Brandenburg eine gute Heimfahrt. Ja, alles Gute auch für den weiteren Verlauf und für das Rückspiel bei euch, Helmut. Alles Gute an die alten Kumpels. Und ich denke, wir sehen uns noch irgendwann. Das ist ein Drogen. Das ist Drogen. Das ist Drogen. Gut.